Entweder sie steht ganz in Schwarz gekleidet, das blonde Haar in dünne Zöpfe geflochten, in der bekannten Audienzpose streng und würdevoll da, oder sie sitzt als Äbtissin, einen schwarzen Nonnenschleier auf dem Haupte, am Schreibtisch, im Begriff, ihre Unterschrift unter Dekrete zu setzen. Dann wurde Karl II. Für Carreño das, was für Velázquez Philipp gewesen. Dieselben bleichen Wangen, dasselbe Kinn, dasselbe weichblonde Haar, das Velázquez so oft gemalt hatte, hatte auch er zu malen. Kleidung, Ordensschmuck und Pose, es ist alles gleich. Nur die wasserblauen Augen sind nicht mehr die nämlichen. Sie blicken leer und blöd, wie die des Niño de Valethas, jenes Wasserkopfes, der die sinistre Serie der Narrenbilder des Velázquez beschließt. Die habsburgische Unterlippe ist fast zum Hasenkiefer geworden. Mit einem Schreckgespenst, in dem die Züge der großen Ahnen nur noch in karikaturhafter Verzerrung sich ausprägten, endete die Reihe jener Fürsten, die in so majestätischem Stolz dem Tizian und Mohr, dem Coelho und Pantoja saßen. Gleich Philipp IV. Wurde Velázquez vergessen. Noch am Schlusse des 18. Jahrhunderts schrieb Anton Raphael Mengs, als er in Madrid den Gemäldebesitz der spanischen Könige gemustert hatte, alle anderen Bilder seien gemalte Leinwand, Velázquez allein die Wahrheit. Doch dann kamen andere Menschen, die wussten nichts von Josef. Teils waren die Hauptwerke des Meisters nur in dem abgelegenen Spanien zu sehen, das während der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts eine Terra incognita für die Künstler blieb. Teils widersprach die Natürlichkeit seiner Kunst dem Geschmack der Epoche. Ein Geschlecht, das an die theatralischen Gesten, an die prunkvollen Asphaltfarben der Historienmalerei gewöhnt war, konnte über Velázquez nicht anders urteilen, als dass er die Instrumentierung der Farbe nicht verstanden habe und dass eine höhere Kunstauffassung ihm verschlossen sei. Erst seit den 60er Jahren brach wieder die Zeit für den Meister an. Damals war das Streben der Künstler, dem Leben selber die Bewegungen und Ausdrucksnuancen abzusehen, die vorher Modellpose und Modellgrimasse gewesen waren. Es war ihr Bestreben, an die Stelle der braunen Soße die frische Helligkeit des Naturtons zu setzen. Da ward Velázquez, der alles das schon hatte, ihr großes, angestauntes Ideal. Vor den Werken des Prado-Museums saß in gedankenvollem Sinnen Manet, mit dem die Geschichte des modernen Impressionismus begann.